Hallo und willkommen zurück zu South Park The Fractured Bubble. South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Und wir gucken jetzt erstmal, was finden wir denn so bei Bibi im Haus? Abnehmen, leicht gemacht, Technik, Stoffball. Abnehmen, leicht gemacht, Taxigeld. Was haben wir hier? Bruststraffercreme. Ja, das brauchen wir auch mit unseren Hängebrüsten. Sparkle Friends, Lipgloss, Wasserstoffperoxid. Damit die Haare immer schön hell bleiben. Und natürlich wieder ein Porzellanthron, den wir erst richtig schön zubomben. Schneller, schneller, schneller. Mensch! Nicht die grüne Leiste voll gekriegt. Luftbelästigung. So. Nicht übel. 3 Sterne. Hey! Rausdrücken die Wurst. Yeah! Was haben wir denn da? Auf jeden Fall Bio-Gefahrenstoffe. Aber was für welche? Och, wir haben einen Mondfisch gemacht. Ja. Nein, das wollen wir jetzt nicht nochmal. Wir haben uns erstmal entladen. Das reicht doch erstmal. So, jetzt haben wir noch die Tür hier oben. Hier, die hier. Was haben wir da? Dein Kunde ist hier. Hallo, Wendy. Was machst du da? Ah, und da ist Bibi. Und da sehe ich auch schon ein Yaoi. Das passt nämlich überhaupt nicht zwischen die Mädchenbilder. Nehmen wir einfach mal mit. Hallo, Wendy. Super, wie du die Schurken aufmischst. Aber lass dich nicht von Cartman einspannen. Zu spät. Tut mir leid. Da ich wieder online bin, müssen wir ein Selfie machen. Ja. Und da höre ich im Hintergrund auch wieder meine Meerschweinchen wieder, die wieder Terror schieben, wieder ihre Hütte auseinander. Wir sehen uns auf Instagram. Ist doch mal Ruhe. Nein, Quatsch. Sollen die doch ruhig machen. Würdest du eins dieser selbstgemachten Kostüme tragen, würde ich dich liken. Was? Okay. Ich kann mich nicht mit Leuten verlinken, die modisch nicht auf der Höhe sind. Sorry. Ein selbstgemachtes Kostüm. Ein selbstgemachtes Kostüm. Wir könnten uns ja noch eben das Sternenkind-Outfit machen. Tupperdose können wir auch noch eben. Tupperware, nicht Tupperdose. Ich hasse diese eingesetzte Version. Artefakte, was haben wir denn da neu? Ach, die Nekroschellen. Ach komm, machen wir auch einmal eben. Haben wir das Prisma-Auge schon? Nein, jetzt schon. Damit 2 von, da noch nix. Da auch noch nicht. Ach, 58 Macht brauchen wir eh nicht. Wir haben alle stärkere Sachen. Schädel der Trennung. Boah, ist das gruselig. Wo haben wir denn? Nekrotischer Götze. Da brauchen wir Crafting Level. Was war das? 17? Crafting Rang 17. Wir haben gerade mal 15. So, Kostüm, Kopf. Einmal das Sternkind. Ich sehe den Sternen hin. Und einmal das. Und wenn das nicht reicht. Oh, verdiente Units. Epische Handwerker. Wir haben im Uplay Store, Uplay Club, haben wir ein paar Punkte verdient. Würdest du eins dieser selbstgemachten Kostüme tragen, würde ich dich liken. Willst du mich verarschen, Bibi? Willst du mich veräppeln? Die Bibi-Frühjahrskollektion ist da. Danke. Hi Kapuze. Können wir als Sharkboy rumrennen? Ein Afro-Fukuhila. Jetzt sind wir wie Sinner und Katniss. Der Wahnsinn, oder? Feurig.
Ah, wir nehmen erstmal alles mit. Gescheitert. Siehst du nicht gut aus, sehe ich auch nicht gut aus. Passt, ich sehe immer gut aus. Lockenpuff. Der Sängerknabe, sowas nannte man bei uns früher auf der Schule Pisspotschnitt. Top. Ich weiß, das ist nicht freundlich, aber es sieht ja auch so aus. Verwüstet, ein wilder Bock. Jetzt sind wir wie Cinna und Katniss. Der Wahnsinn, oder? Ein dünner Goatee. Ja, den können wir eigentlich gleich mal anlegen. Danke. Kingsflown, Pinguin. Sieht so ein bisschen aus wie der Klingonenbart in Stick of Truth. Zauberbart. Hai-Brille. Die Bibliothekarsbrille. Die sieht doch so ein bisschen aus. Wunderschön. Wie hieß noch das kleine Mädchen in... Jetzt sind wir wie Cinna und Katniss. Der Wahnsinn, oder? War das nicht sogar die kleine Schwester von... der Babysitterin? Glaube ich. Die stand auf jeden Fall immer auf Timmy Turner. Ciao. Ciao. So, Crafting. Wir haben ja Kostüme jetzt. Kostümvorlagen gekauft. Hexenhandel. Oh, fett. Und Hexendiadem. Wie hieß die Kleine noch? Zumindest daran erinnert mich irgendwie die Brille. Da haben wir noch eine Katze für Big Gay Al. Wir haben noch... Charakterbogen haben wir noch 5 Sachen. Ah, Kleidungsmeister. Ninja-Jäger. Krebsliebhaber. Krebsmenschen. Krebsmenschen. Stufe 9 Influencer. Ganz viel gemeistert. Stufe 8 Influencer. Gemeistert. So, Kostüme. Oh, nee, keine Tupperdose auf dem Kopf. Da kriegen wir doch keine Luft. Ja, noch ist die nach unten offen, aber mit dem Anzug zusammen, da ist das ja alles ein geschlossener Kreis. Nein, da kriegen wir keine Luft mehr. Die Scarlet Witch. Wir kleiden uns halt als Scarlet Witch. Accessoires. Eine Haibrille. Naja. Bibliothekarsbrille. Kleidung ist noch was neu. Ach, der Haianzug. Das ist ein ganz normaler Tauchanzug. Haare. Sieht das nicht fesch aus? Ja. Der Meinung bin ich auch. Bärte haben wir auch was neu. Zum Hexenanzug passt natürlich auch ein Zaubererbart. Ich glaube, wir nehmen aber das. Akzente-Make-up. Federwimpern. Oh. Eyeliner. Dünner Eyeliner. Ach komm, den nehmen wir. Dann kommt er nicht ganz so dunkel. Oh, obwohl, das geht auch noch. Nein, nur ein leichter Schatten. Dann haben wir unsere Augenringe über und nicht unter den Augen. Dann geht das schon. So, machst du jetzt ein Selfie? Wow, du hast mir ein neues Kostüm gemacht. Machen wir ein Selfie? Dankeschön. Ah, jetzt sehe ich auch noch aus wie ein Mädchen mit Bart. Juhu! Neuer Follower, Bibi. Wir sehen uns auf Instagram. Guck nicht so böse, Wendy. So, Kleidung. Ganz schnell wieder umziehen. Ich glaube, wir nehmen diesmal das. Hände. Wow, sieht auch ganz cool aus. Dann nehmen wir da die Cyberwolf-Sachen. Ach komm, wir nehmen die Cyberwolf-Sachen. Kopf. Auf unser hübsches Köpfchen kommt natürlich wieder ein Einhorn. Das majestätische Horn in rosa. Mann, jetzt sehen wir so ein bisschen aus wie so ein 80er-Jahre-Actionheld. Wenn nicht das Einhorn wäre. Ich glaube, das können wir so lassen. Die Haare vielleicht noch in einer anderen Farbe? Oh, rosa! Nein, Quatsch. Blond? Nein.
können wir so machen. Artefakte. Da können wir auch noch was anlegen. Fangen wir mal da an. Rückstoß-Kombo geht etwas runter. Die Werte gehen aber hoch. Da auch. Nehmen wir das. Da haben wir noch einen 60er. Den können wir, den können wir dadurch ersetzen. Dann reicht das auch schon. Boah, sehen wir jetzt bescheuert aus. Ganz schnell raus hier. Was müssen wir jetzt eigentlich erledigen? Ich glaube, wir müssen zum Kuhn, oder? Geh zum Kuhn-Versteck. Finde und bringe alle fünf Begehrts Katzen zurück. Ja, da, ich glaube, da fehlt uns trotzdem dann noch eine. Das hier können wir noch nicht machen. Und Yowies finden. Haben wir hier denn noch irgendwas anderes zu erleben? Wir haben hier ein paar Autos. Was war da? Da war doch irgendwas. Da ist ein Nest. Da blinkt irgendwas. Was ist das? Arkane Augenmaske. Ach, wenn schon, denn schon. Ja! Wir haben ein Accessoire. Obwohl ich das schon irgendwo geiler finde. Arkane Augenmaske. Mach 5. Ach Gott, mach 5. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Nein! Dachte ich mir doch. Ein Penis. Ich bin immer noch der Meinung, wir brauchen auch ein Kätzchen hier aus dem Wald. Dass wir hier vielleicht eins vergessen haben? Ach. Erinnerst du die 120 Sterne zum Sammeln in Super Mario 64? Oh, ja. Ich erinnere. Ja, oh, erinnerst du? Erinnerst du Chun-Lis Schenkel? Oh, und wie ich die erinnere. Chun-Li. Können wir hier mit was machen? Irgendwie sticht das hier so hervor. Starksteiche im Norden. Hier scheint auch nichts zu sein. Was zum? Zieh dich, Hummer! Gib die Schultern zu hoch, ist nicht neidisch auf meinen Gratis-Dieb! Gib die Schultern, Netzbetreiber, nicht den Kriegsmenschen! Vorteil, besiegt die Kriegsmenschen! Gerechtigkeit von oben! Dann wärst du erst. Zeig ihnen, was du drauf hast! Womit erreichen wir dich? Ich glaube, so treffen wir noch. Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut! Schon mal was passiert mir? Welcher ist tot? Wer teilt mich jetzt ein? Er wollte mir die ganze Höhe umgeben! Au! Du läufst aus, Wunderarsch! Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirl! Etwas weichklopfen! Hey, ja! Ja! Sag Cheese! Ha, die haben überhaupt keine Chance! Diabetes Time! Er kann doch jetzt mal überspringen. Name und die Mobile-Nummer bitte! Fühlt den Zorn von Humankind! Und am
Ende etwas heiß machen. Ich verlasse mich auf dich. Geiler Scheiß. Ah, wir fluchen. Wir fluchen. Bleib hier, Kunde. Ein Rabatt für dich. Das sieht schmerzhaft. Da haben wir vergessen zu blocken. Hilft aus, Neuer. Lass Kolgol mal ran. Genau, zeig dir mal, was du von ihm hältst. Indem du deren Handys blockierst. Du wirst mich hassen. Ja. Aber das macht du. Jetzt kann die ganze Welt über sein Leben spotten. So, was kannst du machen? Nein, niemals! Ach komm, wir holen uns nochmal Unterstützung. Was soll denn der Geist? Ein Arschwumms aus der Vergangenheit! Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Kräften sollen wir ja nicht geizen. Gute Nacht! Gut so, Neuer, weiter so! Na? Gerösteter Krebsbaum und Währung und natürlich Erfahrung. 10 von 15 Krebsmenschen besiegt. Jetzt müssen wir hier nur noch die letzte Katze finden. Da ist doch so ein komischer Frosch. Rucksack, den haben wir schon mal geplündert. Hier haben wir ein Tor. Kommen wir überhaupt durch? Okay. Also ab nach oben. Ich glaube, man merkt, dass ich nicht zu Carmen möchte. Ich glaube, hier können wir noch nichts machen, oder? Mephistos Labor. Gesperrt. Was sonst könnte die letzte Katze sein? Wir haben jetzt, glaube ich, die vorletzte. Vielleicht sollten wir auch einfach mal zum Big Gay Al gehen und erstmal die eine Katze abgeben. Bevor wir hier unnötig lange noch weitersuchen. Der Selbstjustizler verdirbt dann den Spaß am Vollzug! Ach, halt die Schnauze! Ein SWAT-Koffer, was ist denn da drin? Was ist das? Kann ich damit irgendwas machen? Hey, der Selbstjustizler! Die Überwachung hat geklappt! Irgendwie machen die nichts. Aber wir können die theoretisch angreifen. Oh, und da können wir ein... Da können wir ein Foto machen? Wohin, Selbstjustizler? Sofort zurück! Nein, da können wir kein Foto machen. Aber wir können schon, aber... Das scheint mir nichts zu bringen. Können wir die kaputt machen, die Sachen da? Ja, es brennt. Brennt? Können wir normalerweise noch mal anfangen? Hey! Alter! Vorteil. Ja, wir können Cops besiegen. Besiege die korrupten Cops. Nur ein toter Cop.
wo es Verbrechen gibt, ist Kolgall nicht weit. Jetzt setzt's was. Jetzt setzt es Schläge. Sehr gut, Wunderarsch. Polizeischaft. Der Wodka brennt auch rückwärts. Du? Kolgall zieht ins Gefecht. Aber der ist jetzt rumgefallen. Die Musik gefällt mir. Super geduckst. Schlimmer als der Tod, arme Sau. Nimm das! So bitte, so als hätte das richtig wehgetan. Ein frischer Wind zieht auf. Piu, piu. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Nichts da, mein Freund. Geblockt. Du schaffst das. Sehr gut, Wunderarsch. Get wrecked, Arschgeigen. Du hast gewonnen. Gummiknüppelwachs, hau fein. Technik 35 und Währung. South Parks Verbrecher Nummer 1. Da sind die 20 Polizisten. Von wie vielen? Konnte ich jetzt so schnell gar nicht lesen. Besiege 20 Polizisten. 3 von 20 haben wir. So. Nice. Ist das City Walk? Mr. Kim, haben Sie zufällig eine Katze? Oh, hallo, gesehen? Nur netter City Walk-Besitzer. Nein, kein Ninja. Bestellung bitte. Ah, nein. Du wärst doch niemals. Neue Ninja. Gegenstände auf Karte, sehr besonders. Du wärst auch niemals ein Kinderpsychologe. Oder ein kleiner Junge. City Shrimps. Oh, City Ninja Auftragsmordvertrag. Für $5,000 könnten wir das aufheben. Okay, bye bye. Wo bekommen wir noch Nudeln her? Macaroni. Macaroni, um ein Moses-Bild zu basteln.